Kunst offen hieß es an den Feiertagen auch in unserer Region. Unter anderem konnten sich Besucher Ateliers in Kamenz, Bernsdorf und in der Schrotholzscheune in Bergen umschauen. Während Birgit Patocker ihre Glaskunst zeigte, widmete sich Kersten Flohr aus Hoyerswerda Linolschnitten. Beate Schiemann aus der Wassenburg zeigte ihre Stuhlkreationen sowie Karikaturen auf Porzellan.